Freunde, willkommen zum dritten Tag des Bonus-Booster-Turniers. Das einmal wieder richtig machen. Alle Boni fügen einen Angriffsmultiplikator hinzu, 4 Sterne, rot ist gesperrt. Ja, das steht hier wunderschön, kann jeder lesen. Wir gucken auf D. 13 Stunden, ja okay, dann haben wir also den ersten Tag ein E gekriegt, für den zweiten D. Super. Läuft. Egal. Brünnhild, alles 20er, alles grün. Okay. Ich ganz grün, wenn ich einen Almu hätte, dann würde ich auch ganz grün machen. Obwohl, hätte ich machen können. Aber ja, wenn man so viele Embleme hat, ne, dann sollte man das machen. So, was machen wir denn hier? Kämpfen wir grün mit grün? Weiß ich nicht. Auch was zum Boni entfernen. Er hat auch was zum Boni entfernen. Das heißt, wir nehmen nicht zwei von denen mit. Nehmen nichts mit, was Minions machen kann. Was wir nehmen? Ich nehme nochmal den Steinspalter mit. So. Dann nehmen wir auch jemanden mit, der Boni entfernen, oder wir nehmen halt auch grün mit, ne? Das wäre halt auch eine Variante. Wir Kaschrek mitnehmen. Oder wir nehmen halt auch unsere Brünnhild mit. So, wenn sie vorher auslöst, dann kann man ihm das nicht entziehen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Haben wir irgendjemanden, der hier in grün, da wollten wir Hänsel mitnehmen. Hänsel werde ich aber mal neben den Heiler stellen. Da könnten wir Sabina mitnehmen. Habe ich gestern zum Beispiel nicht dran gedacht, weil die hier im Kostüm steht, weißt du? Dann ungelevelt. Wir machen das so. Wir nehmen dieses Team. Das läuft, komm. Ich bringe jetzt einfach einen lila Diamanten und dann passt das. Passt. Ja, auch nicht fast, aber mal gucken. Nein. Oh, okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja. So. So kann man das mal spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ein Scheißspiel. Das hat da jetzt nichts wieder hier mit Skill zu tun. Ich sehe, dass dieses Board mir wohlgesonnen ist. Was ich aber auch ehrlich gesagt brauche gegen diese dicken Emblem-Burschen, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Und da siehst du mal, das Board ist wichtiger als die Embleme, die der Gegner hat. Das spielt gar keine Rolle. So, du bist jetzt undichtbar. Ich hoffe, Herr Gobbler trifft dich ja sowieso. Kommt hier was Grünes mit? Ja, natürlich. Da kommt auch Lila, genau. Jetzt kommen die natürlich auch genauso, wie du sie brauchst, ne? Faszinierend. Wirklich faszinierend. Jetzt nehmen wir ihn raus. Und jetzt können wir hier hinten ghosten. Natürlich gibt es dann auch eine lila Combo. Brauchen wir gar nicht mehr, weil Steinspalter regelt das da jetzt im Alleingang. Ne? Wir spielen jetzt hier ein bisschen schön locker flockig hin und her. Um 372 als Schaden. Ja, was willst du da machen? Das war ein Selbstläufer. Traurig. Also du siehst, selbst wenn ich durch sowas gewinne, durch so ein Superboard, ist das halt doof. Ja, weil da musst du nicht zeigen, dass du irgendwie was kannst, wenn die Steine wirklich direkt so zack, zack, zack kommen. Ich denke, wir bleiben bei dem Team. Die Lilanen für Lee, die zwei Grünen für Boril. Ich habe keinen, der den Gegenschlag entfernt. Da müsste man vielleicht nochmal eben überlegen, ob wir Catmon mitnehmen oder jetzt den Melindor. Das, ich glaube, ich nehme hier den Melindor mit, dann würde ich aber den Steinspalter da einpacken, damit nicht beide Heiler nebeneinander sind. So und so. Dann hoffen wir einfach mal, dass Lee's Auto-Attacks nicht den Steinspalter töten. Das wäre wünschenswert. So.
Rot spielen kriegen wir hier lila. Lila kommt da unten auch. Sehr gut. Wollen wir die rot-blaue Combo? Bringt uns nichts, ne? Der grüne rutscht dann hier hin. Dann habe ich hier immer noch, was ich machen kann. Ne, lila ist unsere starke Farbe. Gehen wir mit lila. Dass wir das safe haben. Vielleicht kommt hier lila mit. Jawohl. Okay. Sehr schön. Machen wir das so. Ja. Weißt du Bescheid. Wenn wir eigentlich nur Melindor machen brauchen. Hat sich gar nicht gelohnt jetzt. Ihn. Und Steinspalter regelt jetzt wieder, ne? Wir können jetzt hier wieder locker flockig rumspielen. Zack. Ah. Todeskombo zwischendurch, ey. Okay, Kaschrek. Oh Mann. Also wenn wir Catmon raushauen, haben wir gewonnen. Dann killen uns, wenn dann nur noch die Auto-Attacks. Also wir nehmen gelb und ja, grün. Drei grüne, zwei gelbe. Drei grüne, zwei gelbe. Zwei gelbe, das bist du. Und du und noch einen grünen Angreifer. Vielleicht Boni-Entfernung. Brauchen wir Boni-Entfernung? Ja, wir haben Borel. Dich? Ja, Boni-Entfernung brauchen wir. Wir haben zwei, die Boni entfernen. Ja, läuft. Läuft schon. Kriegen wir hin. Ja. Ah. Unfassbar. Mann, Mann, Mann. Ah, nehmen wir die noch. Ah, du wirst nicht auslösen. Ihn bearbeiten wir auch schon mal. Dann. So. Ein an, Lee an. Nehmen wir die hier unten erstmal. Dann ghosten wir. Da. Ah, schade, wir kriegen Rieger nicht. Ah, doch. Kriegen ihn doch weg. Das ist so doof, ja. Guck dir mal an, die Steine. Ich muss gar nichts machen. Ich muss wirklich kaum was machen. Das funktioniert halt einfach. Kommt halt immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort was. Dann gibt immer, hätten wir eigentlich vorher machen müssen, ne, damit der Def-Up weg ist. Aber ich bin halt so selbstbewusst in den Board-Sets, dass ich da nicht drauf achten muss. Das ist halt Selbstläufer. Muss nicht viel machen. Das ist halt auch, das kann ich halt auch nicht leiden, ne? Also so gewinnen, das ist zwar schön, aber es ist irgendwie auch skilllos. Wobei, ich habe halt das Näschen für die Boards, ja? Weil die Boards, die sind ja vorher schon generiert. So, jetzt müsste ich wissen, ist das jetzt ein lila und grünes Board, was kommt? Oder ist es ein lila und gelbes Board, was kommt? Wer weiß das schon. Aber wir nehmen, weil hier wieder Rigard ist, und Grimm mit seinem, der muss ja bestimmt mega krass sein, Sieg. Der, weil er blau ist, nehmen wir wieder drei grüne mit. Ich würde hier tatsächlich zwei lila nehmen, anstatt die beiden gelben. Hier den Rigard.
Nehmen wir den Tiburtus mit. Oder den Steinspalter tatsächlich. Oder Proteus. Oder die Katze. Der Steinspalter hat mich eigentlich sehr beeindruckt bisher. Aber ich nehme Tiburtus mit. Die tausche ich mal eben. Bisschen mehr Angriff bei Tiburtus. Das passt schon. So. Ah, gelb. Siehst du, gelb wär's gewesen. Falscher Riecher. Weil ich kann hier einen Diamanten machen. Ich kann da einen Diamanten machen. Ich kann hier einen Diamanten machen. Moment mal so. Kann ich hier noch einen Diamanten machen? Wunderschön. Also wenn ich das Board, wenn die, also die werden alle auslösen. Aber wenn die auslösen oder nachdem die ausgelöst haben, habe ich ein perfektes Board, weil alle anderen Farben weg sind. Außer jetzt habe ich noch einen blauen Diamanten. Was soll ich denn jetzt noch mit einem blauen Diamanten? Blauen Diamanten brauche ich nicht. Den kannst du behalten. Jetzt ist das Problem, ja. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist schön und gut, dass du mir hier so viele Diamanten gibst, aber dann brauche ich dich auch einen, zumindest in meiner Farbe. Ah, da kriegt man seine volle Lotte wieder. Heißer, du weißt nicht, wann es kommt, aber es kommt. Kommt, dass du dann doch aufs Maul kriegst. Super. Großes Kino. Ja. Ah, yeah. Ist ja das ist das halt, was ich absolut nicht leiden kann, ja? Drei Angriffe, wo du nichts machen musst, und ein Angriff, wo du nichts machen kannst. Das ist doch scheiße. Dann weiß ich nicht. Also. Dann nehmen wir jetzt mal gelb. Vielleicht war das gerade ein Zeichen, dass wir gelb nehmen sollen. Testen wir das mal. Dann nehmen wir nochmal Olimbusti und Lee. Oh, habe ich dein Zeichen missverstanden? Nein, habe ich nicht. Du wolltest mir tatsächlich was sagen mit gelb. Ich bin froh, dich richtig verstanden zu haben. Darüber bin ich nicht froh. Der Damage, der war nicht nett. So. Dich will ich rot sehen. Das darf man, glaube ich, so nicht sagen. Ich glaube, das ist ethisch nicht korrekt. Weil er ist tot. Ja. Jetzt haben wir wieder sowas hier, ne? Also, weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ach, ausgewichen. Aber sie hat trotzdem das Mana-Block-Dingen. Da. Ja, das ist halt wieder eine schöne Folge, um dieses komische Random-Board hier zu zeigen, ne? Vier Matches ohne Probleme, null Problemo. Und eins, wo du gar nichts machen kannst. Und da bringen dir halt auch die besten Helden nichts. Ja, also da kannst du dann auch 20er Embleme haben auf allen Helden, maximale Truppen. Wenn du so ein Board kriegst wie ich gerade da mit drei verschiedenen Diamanten, aber keiner in deiner Farbe, dann gehst halt trotzdem baden. Ja, da kannst du die besten Helden haben, die stärksten Helden haben. Das bringt dir dann auch nichts. So, was haben wir hier? Könnte auch mal wieder was Schönes drin sein. So, wir haben das hier fertig. Yay. Giga Nebel. Hier, Magpies. Finde ich persönlich eins der
der besten Angebote, ja, die es in dem Spiel gibt tatsächlich. Einfach, wenn du mal überlegst, jetzt 10 Euro, da bist du schon gut dabei, was die Embleme angeht, ja. Was hast du? 135. 135, Kleriker 135, Paladin. Dann nochmal 5 Euro, also 15 Euro. Und dann hast du hier auch noch 75 Waldläufer und Magier, ne? Die finde ich sind lohnenswert. Machen. Oh, schön. Haben wir jetzt überraschend. Gut. Das war das Turnier. Später. Ja, später werden wir das große Finale spielen. Das kommt nachher noch raus. Das große Finale um Asgard. Wir werden es auf schwer spielen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das wieder wird. Also gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns später in Asgard. Macht's gut. Ciao.